Polizeipräsidium. Was? Moment mal. Polizeipräsidium. Hier ist Derek, Mordkommission. Ich rufe von einem Apparat an, von dem ist eben mit Ihnen telefoniert worden. Ein gewisser Malina hat da angerufen. Wann soll das gewesen sein? Na ja, vor einer Stunde etwa. Der Name Malina ist mir nicht bekannt. Aha. Erkundigen Sie sich mal bei Ihren Kollegen, das ist sehr wichtig, ja? Danke. Er ist erschossen worden, als er mit dem Präsidium telefonierte. Oder telefonieren wollte. Er wollte heute früher essen als sonst. Er wollte zum Hauptbahnhof jemanden abholen. Wissen Sie, wen er abholen wollte? Hat er einen Namen genannt? Nein, aber es muss wohl ein alter Freund sein. Er sagte, dass er ihn lange kennt. Er meinte, er müsste ihm mal ins Gewissen reden. Würden Sie mal einen Gefallen tun, würden Sie meinen Koffer nehmen, diesen hier. Warum soll ich einen Koffer nehmen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie nehmen meinen Koffer und ich gebe Ihnen das da. Das sind 1000 Mark. Sollten wir uns nicht mehr treffen. Wie heißen Sie? Seewald, Benno Seewald. Wo wohnen Sie? Tauernweg 4. Sie haben Telefon? Ja, wir haben Telefon. Die Nummer? 807-4012, aber ich... Es wird sich jemand bei Ihnen melden. Dann bekommen Sie noch einmal 1000 Mark. Bitte, bitte, kommen Sie, gehen Sie. Wie konntest du darauf eingehen? Ist doch ganz eindeutig, der Mann hat die Kontrollen gesehen und wollte auf keinen Fall, dass man seinen Koffer durchsucht. Das war ja auch sofort mein Gedanke. Aber der Mann hat einen guten Eindruck auf mich gemacht, einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns die ganze Fahrt über toll unterhalten. Toll unterhalten, ja. Wer weiß, was da drin ist. Was machen wir jetzt? Er sagte, er will den Koffer abholen. Ich habe meine Adresse gegeben und meine Telefonnummer. Moment. Moment, lass uns überlegen. Ja, das wird er sein. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Nicht abheben. Dreifach abgeschlossen. Ein Zahlenschloss. Wir sollten die Polizei anrufen. Na komm, Vater. Wen ruft man denn da an? Kriminalpolizei. Lass nicht bitte abheben. Nein, ich bin sicher, das Ganze hat mit einem Verbrechen zu tun. Und ich will nicht, dass Benno damit hineingezogen wird. Es kommt doch nur darauf an, den Koffer wieder loszuwerden. Wenn er nicht mehr hat, dann ist doch alles in Ordnung. In Ordnung ist dann gar nichts. Ja, aber wir haben nichts mehr damit zu tun. Ja, bitte? Sind Sie es? Mein Abteilnachbar? Schön, dass Sie jetzt da sind. Kann ich meinen Koffer abholen? Ja, natürlich. Kommen Sie nur vorbei. Ja? Ja, ist gut. Mhm. Wiederhören. Was sagt er? Er sagt, er ist ganz in der Nähe. Er kommt mit einem Wagen, klingelt und dann soll ich ihm den Koffer runterbringen. Ich gehe mit runter. Ich werde mir den Mann ansehen und ihn fragen, was es mit dem Koffer auf sich hat. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Hatten Sie Unannehmlichkeiten wegen des Koffers? Nein, nein. Nicht direkt. Aber indirekt? Ja, mein Vater wollte natürlich wissen, warum Sie mir den Koffer gegeben haben. War ganz besorgt. Wollte schon die Polizei verständigen. Hat er das getan? Nein, nein. Grüßen Sie Ihren Vater von mir und sagen Sie ihm, es handelt sich da um nichts Dramatisches. Kleine Geheimnisse hat jeder, ich auch. Also, nochmals vielen Dank. Sie hatten mir noch was versprochen. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Es kann sein, dass mein Vater am Fenster steht. Ich verstehe. Ich nehme an, Sie werden Ihrem Vater nichts davon sagen. Nein, nein. Das würde auch nur seine Fantasie in Gang setzen und das ganz unnötigerweise. Also, nochmals, vielen Dank. Sagen Sie, darf ich Sie mal zum Essen einladen? Ja? Ich rufe Sie an. Hans-Dieter Malina, 63, geboren in Gleiwitz. Mehrfach bestraft wegen verschiedener Delikte, das geht also von Einbruch bis zu Finanzbetrügereien. Tja, da kommen leicht 10 Jahre Gefängnis zusammen. Wovon hat er gelebt? Rente steht auch hier, ja, jetzt zu einer kleinen Rente gebracht. Und zu Wertpapieren, also kein nennenswertes Vermögen. Ein Krimineller also, der erschossen wird, also dabei war, mit der Polizei zu telefonieren. Tja, ja, die Frage ist, was wollte er der Polizei sagen, ne? Irgendetwas, was den Mörder veranlasst hat, ihn zu erschießen. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass er jemanden vom Hauptbahnhof abholen wollte, der aus Frankfurt kommt. Der Zug sollte um 13.11 Uhr sollte er eintreffen. Frage, ist der Mann gekommen?
Habt ihr den Rundruf schon bekommen, Harry? Was für ein Rundruf? Da hat jemand angerufen, wegen eines Vorfalls auf dem Hauptbahnhof. Aha, und was geht's da? Meine Geschichte mit einem Koffer, den sein Sohn für einen Fremden durch eine Polizeikontrolle getragen hat. Aha, was für ein Sohn? Wir wissen auch nicht, um was es sich da handelt. Geht jedenfalls durch alle Abteilungen. Ah ja. Was ist los? Moment mal. Sag mal, wann war das? Gestern Mittag. Wie viel Uhr? Es betraf einen Intercity aus Frankfurt. 13:11? Richtig, ja. Das ist allerdings interessant für uns. Ja, Kriminalpolizei, es geht um Ihren Anruf. Aha, also doch wichtig für Sie, habe ich mir gedacht. Sie sind doch auch der Meinung, dass das gemeldet gehört. Erzählen Sie mal. Ganz ruhig und ganz ausführlich. Benno, ja? Dein Vater ist im Apparat. Ich komme sofort. Ja, hallo? Ich kann jetzt nicht weg. In einer Stunde. Was ist denn? Ich soll nach Hause kommen. Die Polizei will mich sprechen. Er hat die Polizei angerufen. Warum denn? Ich finde es richtig, dass er es getan hat. Damit haben wir doch nichts mehr zu tun. Oh, hallo. Hofer wohnt so lange bei mir. So lange während der Sache arbeiten. Hast du Besuch bekommen? Ich komme sofort. Meine Schwester, wir wohnen zusammen. Ja, aber keine Sorge. Sie liebt ihren Bruder über alles. Wirklich keine Gefahr. Hallo. Ist er das? Ja. Ich kann ihm leider nicht die Hand geben, sonst fällt alles auseinander. Mein Bruder ist ganz begeistert von Ihnen. Er sagt, Sie verlieren nie die Ruhe. Ich verliere sie immer. Verschwinde erst mal. Ich zieh mich an und mache euch Kaffee oder sonst was. Er sieht echt gut aus. Weiß sie Bescheid? Mein Bruder hat mir gesagt, wenn das alles hier vorbei ist, dann gehen wir nach Italien. Waren Sie schon mal in Rom? Tja. Irgendwo müssen wir das Geld doch ausgeben. Ist Rom der richtige Ort? Ja. Oder Paris? Ja, können wir uns denn die Städte nicht aussuchen? Es gibt immer einen Ort, der einem gefällt. Man muss ihn nur finden. So ist es. Weiß Ihre Schwester von der Sache mit Marlene? Um Gottes Willen, nein. Dann sagen Sie ihr auch nichts. Ich habe doch runtergeschaut. Hier, vom Fenster aus. Ein Taxi. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Ja, es ist möglich. Der Fahrer ist unterwegs. Ich spreche über vom Bügel. Gut, danke schön. Vom Tauernweg zum Parkhotel. Da habe ich Ihnen möglicherweise sehr geholfen. Kann sein, ja. Haben Sie Zeit, mit uns zu kommen? Mitkommen? Wohin? Wie kannst du das fragen, Junge? Du kennst den Mann. Du kannst sagen, das ist er. Ein einzelner Herr? Gestern Nachmittag? Genau. Zwischen 2 und 3? Mhm. Musste ich checken. Moment. Das ist eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Wie geht's Ihnen? Danke. Es geht mir sehr gut. Ist das der Herr? Ja, das ist er. Darf ich fragen, wer Sie sind? Kriminalpolizei. Ich ahne es. Es geht um einen Koffer, stimmt's? Ja, wir möchten mit Ihnen über den Koffer sprechen, den Sie diesem Jungen anvertraut haben, um ihn durch die Polizeikontrolle zu bringen. Stimmt's? Ich meine, den Koffer. Haben Sie die Polizei angerufen? Nein, mein Vater war das. Ach, der Vater war's. Na, dann wollen wir es mal nachsehen. Gehen wir doch noch nebenan. Mhm. Bleiben Sie mal hier. Ich bin gestern mit dem Zug aus Frankfurt gekommen. In Begleitung eines sehr sympathischen jungen Mannes. Der junge Mann, der da draußen stand, ne? Ja. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Ich hatte einen sehr guten Eindruck von ihm. Und welchen? Gutherzig. Gutgläubig. Versehen mit dem, was man einen anständigen Charakter nennt, unter dem er wohl auch ein bisschen leidet. Ich glaube, keiner ist sich seines anständigen Charakters so bewusst, dass er auch darunter leidet. Nicht immer, aber zuweilen. Ein anständiger Charakter hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, dass er einschränkt.
die Kraft seiner Fantasie, seinen Einfällen nachzugehen. Lassen Sie es mich übertrieben sagen, ein anständiger Charakter ist zuweilen lästig. Ja, man kommt aber nicht zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten. Das ist ein sehr interessantes Gespräch. Wenn ich es kurz zu Ende bringen darf. Dieser junge Mann nutzt seine Möglichkeiten nicht aus, die er hat. Die jeder hat. Bis auf diejenigen mit dem guten Charakter. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, Herr Derrick. Aber nun zu dieser Koffergeschichte, die ja bei Ihnen auf so reges Interesse gestoßen ist. Ach ja, Sie haben ja diesem netten, sympathischen jungen Mann, haben Sie ja Ihren Koffer gegeben. Ja, natürlich. Wovor hatten Sie Angst? Ich hatte Angst davor, dass man mich bitten würde, ihn zu öffnen. Ich hatte darin pornografische Hefte. Und das wäre mir peinlich gewesen. Eine alberne Erklärung? Ja. Die ist so albern, dass sie schon wieder glaubwürdig wirkt. Ich weiß, dass ich Ihre Ironie ertragen muss. Und Sie bleiben bei dieser Erklärung? Ich glaube, Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Ah, da sind Sie ja. Guten Abend, Kiwi. Das ist mein junger Freund. Dann sagen Sie schon, wie Sie heißen. Oh, Sebald, Benno Sebald. Ich bin Kiwi. Darf ich? Ja. Meistens fragt man mich gleich, was Kiwi bedeutet. Haben Sie einen so verrückten Vornamen jemals schon gehört? Mein Vorname ist auch für mich ein Geheimnis. Deshalb frage ich alle Leute, was sie sich darunter vorstellen. Darf ich jetzt auch ihn fragen? Kiwi, bringen Sie unseren jungen Freund nicht in Verlegenheit. Kommt. Ist das wahr, dass Sie Krankenpfleger sind? Ja, weil ich habe noch keinen Studienplatz. Jeden Tag mit Kranken zusammen sein, könnte ich nicht. Ich hätte Angst, ich könnte selber krank werden. Verstehen Sie sich darauf, einen Puls zu fühlen? Das ist ja kein Kunststück. Machen Sie. Was? Jetzt und hier? Oder darf man das hier nicht? Er kann es. Oder darf man dabei nicht sprechen? Könnte ja sein, dass es nicht gut ist. Alles ganz in Ordnung. Ich nehme an, Sie haben sich erkundigt, wer ich bin. Ja, das habe ich getan. Wie finden Sie die Szene? Welche? Sie treffen sich hier mit einem Kriminellen, der Sie zu einem Besuch der Pinakothek einlädt, um mit ihm zu sprechen. Ja, über was eigentlich? Sie haben vor 12 Jahren in Paris im Gefängnis gesessen, zur gleichen Zeit wie ein gewisser Malina. Dieser Malina ist nun vor 2 Tagen in seiner Wohnung erschossen worden, kurz bevor er jemanden vom Bahnhof abholen konnte, der mit dem Intercity aus Frankfurt kommen sollte um 13.11 Uhr. Ich bin überzeugt, dieser Mann sind Sie. Ich wollte einen alten Freund begrüßen, der nun nicht mehr lebt, was mir leid tut. Ich mochte ihn. Es liegt uns eine Aussage seiner Nachbarin vor. Danach wollte Malina jemanden vom Bahnhof abholen, um ihm ins Gewissen zu reden. Aber das sind die Worte der Frau. Aber ich habe doch gar kein Gewissen. Jedenfalls nicht das, was man so im Allgemeinen darunter versteht. Ich habe mir eine andere Meinung gebildet im Laufe eines Lebens, das sicher nicht Ihren Beifall findet. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Bild zeigen. Ich wollte es mir sowieso noch mal ansehen. Warum wollten Sie sich mit Malina treffen? Was wollte Malina von Ihnen? Und was war wirklich in Ihrem Koffer? Und warum wurde Malina erschossen, als er die Polizei anrufen wollte? Sie wissen es. Und Sie wissen, wer der Mörder ist. Ich habe keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht sonderlich. Die neuen Observationsberichte. Giesing steht ja seit 3 Tagen unter Beobachtung, was er offensichtlich weiß, was ihn aber überhaupt nicht interessiert. Er ist jeden Tag mit dem jungen Sebald zusammen. Er geht mit dem Essen in Diskos und da ist immer dieses Mädchen dabei. Schau dir die mal an. Hier. Ist die nicht süß? Hm? Ja. Wer ist denn das? Die heißt Kiwi Liebner. Was? Ah, ja. Wohnt mit ihrem Bruder zusammen. Die haben in Leim eine Eigentumswohnung. Was macht der Bruder?
Tja, der hat einen kleinen grafischen Betrieb. Was Kiesing damit zu tun hat, ist ganz unbekannt. Und Kiesing ist fast jeden Tag mit dem jungen Seewald zusammen. Ja. Und der macht jeden Tag blau, geht gar nicht mehr arbeiten. Wir holen uns eine Schachtel Zigaretten. Natürlich, gerne. Mit Filter, bitte. Okay, 100 Mark? Ja, ich hab's nicht kleiner. Okay. Ein Falscher? Irgendwann müssen wir ja mal feststellen, wie gut Sie sind. Aufgeregt? Das ist gut so. Aufregung erhöht den Lebensgenuss. Auf den es ja ankommt. Wie viel hast du eingewechselt? 3000 Mark. Schwierigkeiten? Ich glaub, komm. Na, brave. Sie weiß Bescheid. Ja, bitte. Und guten Morgen. Wie Sie sehen, bin ich pünktlich. So wie die Vorladung es will. Nein, danke, stehe lieber. Ich bin Vorladungen immer gefolgt. Und zwar auf die Sekunde. Weil ich neugierig bin, was man von mir will. Aber streichen Sie alle Fragen nach Marlene. Der Mann ist tot. Ein Toter zählt nicht mehr. Ich habe Sie soeben mit einem Lebensgesetz bekannt gemacht. Sie laden ihn ein Tag für Tag, Sie führen ihn in teure Lokale, offenbar versorgen Sie ihn auch mit Geld. Er kleidet sich anders, er vernachlässigt seine Arbeit. Sie verändern ihn. Und da Sie nichts ohne Absicht tun, frage ich Sie, warum? Ich verändere ihn? Zu seinem Nachteil. Schauen Sie, was die Veränderung von Menschen betrifft. So kann man erstens niemanden gegen seinen Willen verändern. Zweitens wird nur offengelegt, was in ihm ist. Das kann Ihnen doch nicht so fremd sein, damit haben Sie auch täglich zu tun. Sie wollen mir etwas beweisen. Gut, was? Aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Die Hölle, Herr Derry. Die Hölle ist die Wahrheit. Und das bedeutet, Verbrechen sind normal. Sind Natur gegeben. So ist es. Herr Derrick, und nur so. Welche Beziehung besteht zwischen Ihnen und Kiesing? Sie sind ja fast jeden Tag mit ihm zusammen. Ich kenne ihn, weil mein Bruder ihn kennt. Und? Woher kennt Ihr Bruder diesen Mann? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer dieser Mann ist, wo er kommt, was er macht? Welchen Namen, welchen Ruf er hat, wissen Sie nicht, ne? Nein. Sie haben auch keine Ahnung. Nein? Dieser Mann ist ein international bekannter Krimineller, ein Großbetrüger, der jede Menge Vorstrafen hat. Haben Sie das gewusst? Nein. Haben Sie das gewusst? Nein. Er hat Verstand, er ist intelligent, hochintelligent, er ist gebildet, hochgebildet. Er hat Manieren, er kann sich benehmen, er ist überaus freundlich und höflich und liebenswürdig. Aber er hat keine Beziehung zur Moral. Er akzeptiert sie nicht einmal. Warum befasst er sich mit ihnen? Warum ist dieser Mann fast jeden Tag mit ihnen zusammen? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Er bringt sie aus dem Gleichgewicht. Und er freut sich zu sehen, dass ihm das gelingt. Er verändert sie. Sie. Und auch sie. So, jetzt frage ich Sie. Was bedeutet Ihnen dieser junge Mann? Und? Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? Und was glauben Sie, welche Rolle spielen Sie für Kiesing, einem Mann, der nichts ohne Grund tut, der nichts ohne Absicht tut? Und wenn Sie beide als Menschen ohne jede Bedeutung sind. Jetzt denken Sie mal darüber nach. Gehen Sie jetzt. Und? Es geht nicht um Geldfälscherei. Sie sind hier bei der Mordkommission. Es geht um Mord. Wir kannten den Mann, ja. Sie werden herauskriegen, dass er uns das Papier besorgt hat. Aber wir haben ihn nicht umgebracht. Geben Sie sich keine Mühe. Das werden Sie niemals beweisen können. Werden wir nicht. Nein, werden Sie nicht.
Warum sollten wir den Mann umbringen? Geld? Das hat doch keine Rolle gespielt. Davon hatten wir ja mehr als genug. Also warum sollten wir ihn umbringen? Soeben hat Ihr Kollege gestanden. Kommen Sie mir nicht mit diesem alten Trick. Er hat auch gesagt, warum Sie ihn erschossen haben. So? Warum denn? Weil er die Polizei anrufen wollte. Du Idiot! Du verdammter Idiot! Nein, na, ist doch gut. Hat er keinen Sinn mehr. Hat gar keinen Zweck mehr. Glauben Sie mir, dieser Junge, der da plötzlich Angst bekommen hat, der macht die Welt nicht besser. Sollten Sie diese Hoffnung haben, begraben Sie sie. Und noch etwas. Ich werde nicht lange im Gefängnis bleiben. Ich weiß, ja. Sie sind krank, Sie werden sterben. Und jetzt quält Sie der Gedanke, dass Ihr Leben ein Irrtum gewesen sein könnte. Die Zeit haben Sie noch, sich die Frage zu beantworten.